Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem Let's Play Landwirtschaftssimulator 2017. Ja, wir sind wieder mal auf der Winterberg unterwegs in unserem Produktionstier-Special und wir sind bereits in Folge 202. So, ja, wir waren gerade dabei, unseren guten Waltra hier nach Hause zu kutschieren. Müssen auf jeden Fall eine Runde unseren Drescher leer machen. Müssen die Sämaschine wechseln und aufs Feld bringen und so ein paar andere Kleinigkeiten. Also wir haben auf jeden Fall noch ein bisschen was zu tun hier. Als erstes machen wir aber den Drescher leer. Begründung eine ganz einfache. Ich möchte nicht, dass der eingeholt wird vom Grubber da. Ne? Das wäre ja ein bisschen doof. Deswegen kriegt er hier erstmal seinen Kram entzogen. Ja, dann können wir zwischendurch auch mal was wegbringen davon. Wir sind zwar immer noch nicht voll, aber wie gesagt, wir werden locker noch mal voll, wenn es hier so weitergeht mit dem ganzen Entladen. Dann lagern wir schon mal ein bisschen Gerste zwischendurch ein. Ja, jeden Moment, den ich jetzt hier sozusagen verbringe, gebe ich dem Gruber noch die Chance, Vorsprung gegenüber der Sämaschine zu erreichen. Weil die wird nämlich gleich die Verfolgung aufnehmen. Und ich glaube, die ist, ich weiß nicht, ob die schneller ist, ich glaube sogar, auf jeden Fall ist sie, glaube ich, auch breiter. Ich glaube, der Gruber dort hat 4 Meter und ich glaube, die Sämaschine hat 4,50. Hört sich zwar nicht viel an, aber, ne? Nach 8 Bahnen habe ich eine Bahn mehr gemacht. Ne? Eine 8, der andere 9. Also das sieht's aus. Also auf 4 Meter rechne ich halt. So gut, wir lagern das jetzt erstmal eine Runde ein hier. Und dann fahren wir ihn wieder zurück aufs Feld und dann kümmern wir uns echt um die Sämaschine. Sprich, werden die eine erstmal in Pause versetzen. Wir werden jetzt erstmal auf der 18, deswegen habe ich den Grubber da ja laufen. Und die Jungs werden auch eine Zeit lang beschäftigt sein damit. Werden wir dann erstmal die Sonnenblumen anpflanzen. Ja, haben wir jetzt ja gemacht, auf 2 kleinen Feldern, das ist ja okay. Sonnenblumen werden wir noch eine Runde machen. Wir werden auf einem Feld auf jeden Fall auch noch Raps anpflanzen und dann wird es eine gute Derbeladung Soja geben. Das ist jetzt eigentlich so gedacht, weil Getreide holen wir jetzt gerade relativ viel rein. Das sollte eigentlich nicht unbedingt so das Schmerzenskind werden. Weizen nicht ganz so viel wie Gerste, aber irgendwie doch so viel, dass wir die Produktion wahrscheinlich damit am Laufen halten können. Ne, wir sehen aber Gerste, kriegen wir gerade hier echt gut was ran. Das andere Feld ist ja auch nicht unbedingt das kleinste. So, ich fahre jetzt aber schon mal ein Stückchen hier hin. Da stört er auf jeden Fall keinen. Der stört auch gerade keinen. So, hier mache ich den jetzt tatsächlich mal die Klappe zu und wir fahren mal eine Runde los. Ja, Mais wird's wohl, glaube ich. Weiß ich nicht, haben wir Mais noch an Bord? Das muss ich echt mal gucken vorher. Bisschen rüber scrollen. Dupdi-dupdi-dup. Ja, Mais zum Zufüttern haben wir noch an Bord, das ist gut. Also Mais werden wir jetzt mal eine Runde dann nicht anbauen. Ich will natürlich einfach hier schon die Maschine nehmen und die mal gleich hier vorne platzieren. Auf dem kleinen Zwischenstück hier, stört es ja im Prinzip nicht. Weil da wird sie ja als nächstes verwendet. Schöne Runde ausrollen lassen, auch was Feines. Macht man eigentlich überhaupt nicht, natürlich. So. Hier wird das sein. Da sind wir gegengefahren. Sehr schön. Pfeiler konnten wir gerade noch ausweichen. So. Da haben wir die gute Sämaschine schon. Und über so einen guten Schaufelkameraden auch da.
Das heißt, der wird eh ein-, zweimal das Ding zwischendurch voll machen müssen. Aber das ist kein Problem, wenn die eh steht, dann hat der Traktor hier eh Zeit, deswegen ist kein Ding. Wir falten das gute Stück jetzt mal auseinander. Sehen wir, das hat natürlich, ne, durchaus schon eine schöne Breite hat das Ganze. Sonnenblumen steht es auch schon. Das ist natürlich auch super praktisch. Dann können wir den Helfer mal eine Runde anmachen. Wie gesagt, frisch vorbereitet ist es. Und jetzt wird es auch noch frisch gesät und gedüngt gleichzeitig. So, was wir natürlich dann bei dem anderen Feld haben hier. Bei der 12 oder 13 ist. Hier eine Düngung. Da wird jetzt unsere... Na, wo haben wir sie? Unser Valtra hier ins Spiel kommen. Meine gute Valtra wird sich jetzt eine Runde das Güllefestlein da vorne schnappen. Und dann werden wir mal eine Runde Gülle schmeißen. Die beiden Felder, damit das auch vernünftig läuft. So, Güllefest in Marsch, hier haben wir es. Und haben wir noch was drin? Oder. Ja, ist sogar noch ein kleiner Rest drin, das ist ja super. Hat auch schon mal was. Ich guck mal ganz kurz bei den Tieren. Güllegrube ist nicht viel dran. Aber als Sieger habe ich geguckt, ob ich da, ne, noch was vorwegholen kann, sozusagen. Ja, die Reihenfolge, wie ich die dünge, ist im Prinzip egal. Ich muss jetzt eh einfach beide düngen und dafür werde ich hier mal schön unsere Gülle benutzen. Haben wir über 100.000 Gülle an Bord. Das sollte also funktionieren. So. Vollen Korntank. Das ist was wir nicht einfach so auf uns stehen lassen können hier. Weil wir müssen ja sehen, dass das am Laufen bleibt, damit er nicht eingeholt wird. Unser guter Drescher. Das könnte sonst fatal enden. Weil er immer wieder steht und die anderen bewegen sich noch. Ist das nicht gut? So. Bisschen vorsichtiger ranfahren, dass ich diesmal nicht unbedingt den Arm abbreche von dem Jungen. Wow, ich habe es geschafft, ohne ihn umzukippen. Ich habe ihn auch nicht geschubst. Nein, ich habe nur hier das Güllefass ausgehängt, das wollte ich auch nicht. So, aber wir machen erstmal noch hier einen kleinen spritzigen. Und tun eben solches, nämlich die Gülle aufs Feld spritzen. Ob ich das jetzt hier zuerst mache oder... Dem anderen Feld ist ziemlich egal. Das Wesentliche ist nur, ich sollte es tun. So. Dann wollen wir den Spaß hier mal raufhauen. Ich werde die beiden kleinen Felder jetzt hier auf jeden Fall mit Gülle fertig machen. Dann werde ich aufgrund der Menge der Gülle, die wir haben, wahrscheinlich auf den Streudünger umsteigen dann. Die 18 müssen wir eh schon nicht mehr düngen. Die wird ja jetzt gerade mitgedüngt schon. Das ist also gar kein Problem. Aber dann halt das neue Feld und das Feld neben der 18. Da werden wir dann wohl mal eine Runde Streudünger einsetzen. Aber wie gesagt, das können wir ja auch ruhig, weil den produzieren wir ja auch selber. Alles aus eigener Produktion, kann uns ja keiner was vorwerfen. Versuchen wir ja möglichst autark unser Leben hier zu gestalten. Jedenfalls alles selber produzieren, was wir so brauchen. Und das klappt ja auch einigermaßen vernünftig. So, haben wir schon mal zwei Bahnen, das ist auch schon mal was. Wissen wir auf jeden Fall schon, was wir von der Menge her hier mal mit vier Bahnen loslegen, würde ich sagen. Und da das ja relativ dicht dran ist, gehe ich dann voll machen. Ich finde, halbe Bahnen fahren mit Gülle ist immer, ne, man muss halt zweimal durch die Fruchtgeschichte da fahren, finde ich nicht ganz so schön. Deswegen
Und viele sagen aber, beim Ernten fährst du auch in die Frucht, aber das ist ja die Saat hier sozusagen. Das soll ja noch was werden, das wird nichts, wenn es kaputt macht. Ne? Wenn man am Halm mal ein bisschen rüttelt, das macht der Wind auch, dann ist das nicht ganz so wild. Klar, wenn wir durchfahren, knicken wir schon auch einige ab, aber. Das ist natürlich die Frage, warum ich jetzt hier falsch rum drehe. Das sieht jetzt bestimmt sehr professionell aus, wenn ich jetzt hier anfange, eine 8 zu fahren. Naja, aber wir kriegen das hin, würde ich sagen. Das soll ja aber alles auch so laufen hier vernünftig, ne? Ich glaube, noch einer für reicht's nicht, ne, oder? Eine 10.600 hindurch. Ne? 10.600 nicht. 9.600, 8.400 sind also 2.100. Also das wird nicht reichen. Ich weiß, dass es noch eine ganze Menge drin ist da, aber ich werde trotzdem einmal mehr fahren. Ne? Ich werde auch schön den Zaun rammen derzeit. Ich dachte mir, das. Das ist auch eine super tolle Idee. So. Da sind wir schon wieder. So schnell sind wir auch wieder vollgefüllt. Ne? Ja, komm, du schaffst das. Wieder zurück. Prozent, jetzt kommt die 80% Warnung gleich. Leider, da haben wir sie schon. Macht aber nichts, wenn wir locker noch eine. Eine Spur oder zwei hier fahren, das kriegen wir locker hin. So. Sind ja auch schon wieder unterwegs. Jetzt auch mal, dass er in den letzten 20% einmal wenden wird. Dann heißt, dann wird der Prozentsatz eh stocken. Ich glaube, jetzt bei 91% ist es, glaube ich, gerade soweit. Ihr seht hier oben das Gelbe. Ne? Da läuft jetzt eine ganze Zeit nichts. Die Geschwindigkeit ist irgendwie variabel und variiert. Das liegt einfach daran, dass er gerade am Wenden ist. Ne? Wurft und wendet wahrscheinlich immer noch. Deswegen werde ich jetzt hier es wagen, die Rückbahn auch noch gleich zu fahren. Dann schauen wir einfach mal. Ja, ist ja gleich voll. Und wie gesagt, wir sind mit der Bahn hier auch gleich durch. Dann passt das alles ziemlich genau. Ja, ah, okay. Ein paar Meter habe ich noch, aber. Das ist jetzt Bonuszeit für Ober- und Seemaschine, die hinter ihm her sind. So, schnell durchschalten, nämlich zu dem freundlichen Kollegen. Ja, wir sehen, dass natürlich die Seemaschine auch schon gut hinterm Ober her ist. Er hier ist auch gut am Werkeln. So. Einmal hier in die Frucht reindüsen. So, das macht ihn leer. Ja, wir müssen ihn natürlich möglichst am Laufen halten. Optimalfall wäre natürlich, wenn wir kurz vorher echt hingehen würden und würden ihn dann während der Fahrt abtanken. Ne, dass er halt nicht diese Standzeiten hier hat, weil das ist jetzt, wie ihr seht, alles Zeit, wo der Gruber aufholt. Läuft wahrscheinlich sogar im Endeffekt nachher darauf hinaus, dass wir den Gruber vielleicht anhalten müssen und auch die Seemaschine, weil halt einfach er hier nicht hinterherkommt. Weil er einfach nicht schnell genug wegkommt, sagen wir es mal lieber so. So, aber gleich ist es soweit.
Vielleicht versucht er wieder sein Glück. Und weg ist er wieder. Und wie gesagt, passieren wird ihm nicht viel, dem Drescher. Einfach daran liegt, dass die Wände um einen Abfahrer hier rammen, weil den lasse ich ja immer in der letzten Spur stehen normalerweise. Wie man jetzt zum Beispiel sieht. Ne? So, hier sind wir wieder bei der Güle. Waren gerade dabei zu drehen. So, schmeißen das gute Zeug wieder an. Und dann geht es wieder aufs Feld damit. Natürlich jetzt zwischendurch mal gucken müssen, ist noch, wie es denn aussieht, ob wir eine Bierpalette laden müssen oder nicht. Da wollen wir zwischendurch immer drauf achten, weil da könnten wir sonst einiges an Produktion wegschmeißen, solange wir Mats haben, sollte das auch frei laufen können sozusagen. Ne? So, mache ich das mal aus, das gucken wir uns tatsächlich noch mal eine Runde an. Wie sieht es aus beim Bier sozusagen? Das hatten wir ja frisch geladen. Und da hinten ist auch die Palette. Hatte ich doch den richtigen Riecher dafür. Also wir wenden jetzt hier einmal freundlich. Die Palette ist ja gerade erst angefangen und werden natürlich dann einmal sofort hier noch auf Laden gehen. Und ja, mit dem Ladevorgang hier werde ich mich dann schon bei euch verabschieden. So schnell geht's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich sehr freuen, wenn ihr auch morgen wieder dabei sein würdet. Würde mich natürlich, wenn es euch gefallen hat, sehr darüber freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lassen würdet, wie auch den Daumen nach oben da lassen würdet, wie natürlich auch ein Share und ja, natürlich auch ein Abo, klar. Bedanke mich recht herzlich bei all denen, die mich schon so freundlich unterstützen. Und dann sage ich vielen Dank und bis zum nächsten Mal.